wir wollten gerne im Team die jungen Talente entdecken, sie mit ihren Kompetenzen abzuholen, all ihre Ideen einzubringen und dieses ganze Kolorit der Region mit einzubringen. Und so haben wir ganz eifrig probiert in Dänemark und in Deutschland. Und so ist unser erster, damals mit insgesamt 36 Menschen auf der Bühne. Die Geschichte der Sonne Jylland Suite ist auch nach der Mythologie-Geschichte eines Mannes der Erde und einer Frau der Meere. Wir wollten diese wunderbare Kolorit der Landschaft und des Wassers, welches uns verbindet, mit einnehmen in die Geschichte. Und so haben wir uns angenähert über eine Musik von die vier Jahreszeiten von Vivaldi, recomposed von Max Richter. Also Erneuerung, das zugänglich war für die Jugendlichen. Und so konnten sie sich mit ganzen ihren Ideen einbringen in einen Stoff, welches vielleicht nicht unbedingt der Stoff der Jugendlichen ist. Im Jahr darauf haben wir uns konzentriert auf musikalisches Schaffen von einem der größten Komponisten Dänemarks, Carl Nielsen. Und wir haben eine Symphonie gewählt, die lebensbejahend ist und die genau darüber spricht, was wir wollten. Über diese Talente, über dieses Feuer, welches in jungen Menschen steckt, über ihren Reichtum und ihren Willen zum Leben und Willen zu geben und zu diese Welt ein Stück besser zu machen. Also das Stück hieß ja auch Colors, so alle verschiedenen Farben der Region und alle verschiedenen Talente dieser jungen Menschen wollten wir einbringen. Es hat etwas gemacht mit uns, diese Zeit, wo wir momentan noch stecken, aber ich meine auch im positiven Sinne, weil wir haben gelernt, noch näher aneinander zu kommen, trotz der Distanz. Wir haben gelernt, andere Wege zu suchen, die uns noch mehr verschweißt haben. Und trotz dieser Distanz haben wir sehr viel Nähe erfahren. Besonders die Jugendlichen, die haben so mit ihrer Leichtigkeit auf alles geguckt und gleichzeitig mit einer Ernsthaftigkeit. Mit, wenn es heißt, Masken tragen, Abstände halten und all das, wo sich die Erwachsenen vielleicht mehr Sorgen gemacht haben, können das die Jugendlichen? Ja, sie können. Also wir hatten eine Zeit, wo die Corona ausgebrochen ist und hatten wir zuerst in Dänemark ja den Shutdown und dann fielen alle Projekte hintereinander wie Dominosteine, alles machte zu und dicht. Und dann haben wir telefoniert, gemailt, gesprochen und wir haben zum Beispiel einen Film gemacht in dieser Zeit. Und das ist nur auf einer digitalen Basis passiert. Ich habe sozusagen Online-Unterricht gemacht oder erklärt oder gezeigt. Man nimmt sie an die Hand, aber alles machen sie ja alleine. Und in diesem Sinne war das ein ganz besonderer, weil sie ja auch noch die technische Errungenschaft alles in die Hand genommen haben. Und so ist ein sehr schöner, kleiner Tanzfilm entstanden in dieser ersten Corona-Zeit, bei dem ersten Shutdown. Wir wollten gemeinsam etwas in der Welt hinterfragen. Wie gehen wir damit um in einer wunderschönen Welt, die möglich ist, mit allen technischen Errungenschaften und trotzdem passieren manche Sachen, weil manchmal braucht es wenig, dass es da oder da sich irgendwelche Funken anzünden und unnötige, unschöne Sachen in der Welt produzieren. Und wir wollten uns diesen Fragen stellen, wie schnell kann es passieren, dass dieses, sage ich mal, die sieben Todsünden, also das Böse, welches in der Welt immer latent präsent ist, zum Vorschein kommen kann.
Wir haben ja viele Vorstellungen geplant und wir haben sie alle umgeformt in Workshops, weil es gar nicht anders ging. Und wir haben das Projekt in einer kleineren Form, Corona-konform sozusagen, sind wir dann in allen 7 Regionen gegangen und haben Workshops veranstaltet, die total richtig ins Schwarze getroffen haben, wenn man so schön sagen kann und darf, weil wir haben auf begeisterte junge Leute getroffen, auf begeisterte Lehrer, die einfach das so begrüßt haben und haben gesagt, mehr davon. Und wir haben zwar nicht unser Projekt komplett auf die Bühne gestellt, aber wir haben es in Stücken gestellt. Und es war eine ganz besondere Erfahrung. Diese Mischung von einem Part performativen Teiles des Workshops, wo wir Ausschnitte aus der Tanzoper gezeigt haben, die performt worden sind mit ein paar Jugendlichen plus die professionelle Tänzer und dann direkte Arbeit mit der Gruppe, also mit den Schülern vor Ort, wo sie sich direkt einbringen konnten mit dem, was sie gesehen haben und lernen und auch andere Sachen. Und das hat sehr gefruchtet. Sie waren offen, sie waren fleißig, sehr fleißig. Sie hatten unglaubliche Ambition, dass ausdrucksstark, perfekt, vollkommen, aber auf jeden Fall auf ihre Art und Weise, jeder mit seinen Kompetenzen bis auf 100% hochgeschraubt, einzigartig und bewegend. Manche Jugendliche sind ja von Anfang an dabei, in allen Stücken. Da sieht man eine enorme Entwicklung. Sie haben alle unglaublich viel Selbstbewusstsein erlangt, viele auch Sachen entdeckt, die sie vielleicht noch nicht wussten, dass sie gut können oder sie weiterentwickeln. Und das ist ihnen auch bewusst. Und das glaube ich, das ist ein ganz großer Erfolg.